Es war ein völlig verkorkster, ein katastrophaler Jahresstart für den DAX. Der schlechteste Start in ein neues Börsenjahr seit Erfindung des DAX förmlich. Es gibt also Redebedarf hier auf dem Börsentag in Dresden. Wir wollen auch die Charttechnik nicht zu kurz kommen lassen. Daher Sophia Wurm von der Commerzbank hier bei mir jetzt am Mikrofon. Hat dieser Jahresstart, Frau Wurm, beim DAX nicht alle charttechnischen Analysen zerbombt förmlich? Das kann man so vielleicht nicht sagen, aber der Start war wirklich schlecht, das ist richtig. Es ist auch statistisch, Rolf, haben Sie eben auch schon angeführt, sicherlich einer der Starts, die wirklich mit am schlechtesten waren. Was die Chartsituation angeht, sind wir aber eigentlich schon seit dem Frühjahr des letzten Jahres. Also nach dem Erreichen der Allzeithochs im April ist der DAX in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Der ist auch erst im Bereich von 11.300, also noch relativ weit weg aus aktueller Sicht. Und das hat sich jetzt halt nochmal nach unten beschleunigt in den letzten Wochen. Und im Endeffekt ist es natürlich kurzfristig überverkauft, was für eine Stabilisierung spricht. Aber man muss natürlich auch sehen, die letzten Tage waren ja auch so schwach. Also bisher ist noch nicht so richtig absehbar, wann genau die Stabilisierung jetzt einsetzt. Mhm, Sie haben es angesprochen, im letzten Frühjahr hatten wir Kurse um ca. 12.400, 12.500 Punkte beim DAX. Seitdem ist eine Menge passiert. Jetzt sind wir bei ca. 9.500 Zählern. Was muss passieren, dass sich der DAX in der Tat wieder stabilisiert? Welche Widerstandslinien sollte er so schnell als möglich zurückerobern? Ich glaube, ganz zentral ist vielleicht auch mal die Frage, wo sollte er nicht hinfallen, weil der Bereich 9.330 ungefähr, das sind die Tiefskurse aus dem August und im Oktober des letzten Jahres, da ist eine wichtige Unterstützungsmarke, die wir als relevant ansehen, auch mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf. Solange die verteidigt wird, können wir uns schon vorstellen, dass der DAX das Jahr positiv abschließt. Insgesamt mit Blick auf die Widerstandsmarken, ich hatte es eben angedeutet, 11.300, das ist natürlich sehr weit weg aus aktueller Sicht. Wir haben im Bereich von 10.400 ungefähr, da ist jetzt dieser steile Abwärtstrend aus den letzten Wochen, und im Bereich von 10.400, 10.500 Punkten ist auch ein sogenanntes offenes Gap, also eine Kurslücke, die entstanden ist, als der DAX so unter Druck kam Anfang des Jahres. Das wäre so der Bereich, wo ich sagen würde, da kann man davon ausgehen, dass jetzt nicht der nächste Angriff auf die 9.300 kommt. Aber es ist schon alles ziemlich wackelig im Moment, muss man auch ehrlich zur Kenntnis nehmen. Was die Börsen sehr, sehr stört, vor allen Dingen die Überseebörsen, ist der niedrige Ölpreis. Die Rohstoffwerte so deutlich unter Druck geraten, können wir vielleicht noch gleich drauf kommen. Aber ich möchte zunächst über den Ölpreis sprechen, der ja 70% von seinen Höchstständen verloren hat und dann in diesem Jahr schon wieder 20%. Auch das ja ein wirkliches Drama, oder? Das ist ein Drama und da würde ich auch so ein bisschen die Leute zur Vorsicht mahnen. In der technischen Analyse gibt es eine Aussage, die nennt man nicht ins fallende Messer greifen. Genau das, glaube ich, muss man da anwenden. Genau vor einem Jahr, als wir hier auf dem Börsentag waren, war schon die Frage, ist der Ölpreis jetzt günstig, soll man wieder einsteigen? Im Endeffekt wissen wir nicht, was günstig ist. Die Anbieter liefern sich einen Preiskampf. Es deutet sich auch bisher nicht an, dass sich da irgendwas verbessert. Ganz im Gegenteil, es kommen ja wahrscheinlich sogar noch neue Player auf den Markt. Insofern, die Belastungsfaktoren sind ja auch nicht weg. Und darüber hinaus muss man auch sehen, selbst wenn das jetzt in die Bodenbildung geht, also nicht mehr weiter fallen sollte, muss man ganz ehrlich sagen, das wird Wochen, Monate in Anspruch nehmen. Also selbst wenn man jetzt nicht den Tiefstkurs erreicht als Anleger, hat man sicherlich noch Zeit, da zu investieren. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen auch vielleicht Geduld walten lassen. Ansonsten muss man aber auch sehen, niedriger Ölpreis heißt für viele Unternehmen und für viele Volkswirtschaften auch, dass sie davon profitieren. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Ja? Wir haben jetzt über die Verlierer gesprochen, muss aber auch sehen, gerade wir in Deutschland importieren ja auch Öl. China importiert Öl, also da gibt es schon auch ganz große Gewinner dieser Situation. Insofern, die werden im Moment am Markt nicht so wahrgenommen. Das ist aber sicherlich etwas, was mit Blick nach vorne auch definitiv irgendwann positiv sich auswirken wird. Wir haben die Lufthansa gesehen diese Woche, die gesagt hat, sie haben große Ersparnisse durch den niedrigen Ölpreis. Also ich glaube, da gibt es auch positive Aspekte, die im Moment nicht so ganz so im Markt zur Kenntnis genommen werden. Wir sind dazu, dass der Konsum auch in Deutschland möglicherweise stärker anspringen könnte, weil einfach mehr Geld übrig ist, weil man beim Tanken spart. Aber ich habe es angedeutet, die Rohstoffwerte, die Aktien an sich, die sind natürlich enorm gebeutelt angesichts dieses Ölpreisverfalls. Wie sehen Sie diese Branche unter charttechnischen Gesichtspunkten? Ja, das ist natürlich ähnlich wie der Ölpreis, wenn man sich die Charts anschaut. Im Endeffekt sind die Abwärtstrends intakt, um das freundlich auszudrücken. Also da müssen wir auch auf die Bodenbildung warten. Und man muss sicherlich auch sehen, das sind auch Aktien, die sehr stark von ihren Dividenden profitiert haben in den letzten Jahren. Und da ist eben auch die Frage, ob die Unternehmen in der Lage sind, das durchzuhalten. Das sind Unternehmen, die unter anderem auch in vielen Dividendenportfolios eben liegen. Und wenn dann irgendwie einer mal sagt, okay, er kann die Dividenden vielleicht in der Höhe nicht mehr bezahlen, wird sich das auch negativ auswirken. Insofern, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ölwerte, auch Minenwerte, also auch alle anderen Rohstoffaktien, muss man sagen, ist im Moment sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Es gilt aber auch für zyklische Aktien. Auch Autos haben es natürlich unheimlich schwer im Hinblick auf die Situation in China, auch Chemietitel, also alles, was
Sehr zyklisch ist es im Moment sehr schwer. Auf der positiven Seite sind sicherlich defensive Werte zu finden. Nahrungsmittel ist hier das Stichwort. Die schlagen sich im aktuellen Marktumfeld ziemlich gut. Und es gibt auch Einzelsektoren, die man vielleicht sogar in den zyklischen Bereich sortieren würde, wie das Baugewerbe, was lustigerweise sich auch im Verhältnis zumindest relativ gut schlägt. Also es ist nicht alles nur schlecht. Aber der Gesamtmarkt ist schon sehr aufgespalten und es ist noch nicht vorbereitet, dass wir die große Erholung starten in den nächsten Wochen. Also es gibt viele Fragen, die hier auf dem Börsentag Dresden beantwortet werden können, auch von Ihnen. Sophia Wurm von der Commerzbank, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.